Mir ist heute ein bisschen unglücklich. Die weitere Nacht hier ist geklärt. Das Meer hat heute irgendwelche Probleme, ist aber auch so cool. Ich bin wach. Ich bin tatsächlich schon seit einer Stunde wach. Also ich lag dann im Bett, aber ich bin wach. Ich gehe jetzt gleich zur Schule. Und was ich heute Nachmittag mache, ich weiß ich noch nicht. Aber ich kann jetzt von hier auf jeden Fall Tropea gut erkunden. Ja. Ich schau mal ein bisschen in die Innenstadt. Ich muss irgendwie mal ein bisschen Souvenirs kaufen oder so. Also nicht nur den ganzen Nachmittag schlafen, wäre gut. Bin ich rausgekommen. Und da ist die Treppe. Wenn ich die Treppe hochgegangen bin, bin ich im Prinzip wirklich direkt an der Schule. Heute Morgen ist es einfach wieder blau am Himmel. Und wenn man genau schaut, sieht man mein Van. Meine Nachbarn habe ich heute früh verloren, die Schweizer. Aber vor mir stehen noch die Münchner, also keine Panik auf der Titanic. Und das hier ist ein anderer Campingplatz mit dem Zaun da und das ist dann der Campingplatz, wo ich stehe. Und ich muss leider immer, wenn ich auf Klo will, muss ich von da nach da laufen in den Schatten. Aber ist okay. Schön, ne? Dass das Wetter so bleibt heute. Ich habe keinen Bock mehr auf Regen. Also war auch ganz schön, aber heute will ich was machen. Und mein Klassenzimmer im Übrigen aus. Ich bin immer die Erste. 5 Minuten vor der Zeit ist es deutschen Pünktlichkeit. Nachkurs beendet und ich erkunde jetzt ein bisschen die Neustadt von Pompeia. Heute im Kurs. Gestern war ein bisschen besser, glaube ich. Aber ja. Stückchen für Stückchen. Es ist leider furchtbar kalt. Es war heute früh richtig sonnig, dann hatten wir schon alle Hoffnungen, aber es ist wieder richtig bewölkt. Die Leute hier sind aber sehr nett. Wir haben jetzt schon so eine Local Squad, also ich auch, da in diesem Café, in dem wir jetzt immer in unserer Pause, da trinkt die eine einen Kaffee und wir gehen halt mit. Und die begrüßen mich jetzt auch schon unabhängig. Sehr nette Leute hier, sehr nett. Nochmal die Kathedrale. Der Dom, die schaue ich mir jetzt noch mal richtig an. Man kann nicht so viele Kirchen auf einmal machen, wie ich mit Max im Dritten machen musste. Keine Chance. Hier sind so Statuen. Ach du meine Güte. La Cattedrale di Tropea fu eretta nel 1163 durante la dominazione in Normanna e consacrata a Santa Maria Assunta. Hört, liegt das daran, dass das Meer übelst laut ist. Übelst laut. Richtig laut. Aber dafür schaut es auch so aus. Und der Strand ist zu, weil es gibt halt keinen Strand mehr um die Welt. Also die Wellen sind dann noch mal krasser geworden seit heute. Hausaufgabe. Da ist der Van. Ich habe fast alle meine Nachbarn verloren. Sowieso schöner ohne. Aber immer scheint die Sonne gerade ein bisschen. Es hat gerade voll geschüttet. Voll ätzend.
Alter, es sind alle 2 Minuten an zu regnen, man kann nicht draußen hocken. Es ist sauwindig, es ist eigentlich ziemlich scheiße kalt. Und was machen die Deutschen? Da ist eine, die sind gerade gegangen, mit Badehose, mit Badetuch, mit Schirm. Nochmal zur Erinnerung, also die gehen wirklich bis hier zu dieser Klippe. Nichts mit Strand unten, wo ich gestern gehockt habe, der ist weg. Und die wollten raus, aber die Tür war zu, weil da kann man nicht laufen. Und dann haben sie ein bisschen mit dem Typen geredet, naja. Was will man da? Ja, kannst du auch nicht schwimmen. Kannst du nicht schwimmen, da kannst du nicht sitzen. Also, ich mache meine italienische Hausaufgabe. Gearbeitet. Ich bin sehr müde. So eine Leute style. Scrivo il mio esercizio. Ihr seht schon, ich bin eindeutig professionell unterwegs schon. Ach, du Mann. Wir haben ihn nur runtergelassen. Papa, das bist du. Du gehst doch auch so gerne bei Wellen ins Wasser. Ich weiß nicht, es ist so kalt, ich habe keinen Bock, irgendwas zu machen. Ich möchte Sonne, ich bin am Strand liegen. Das ist die Sonne. Schon krass, die gesprüht hier hoch. Also ich sitze im Prinzip im Meer. Witzige Geschichte. Ich habe meine Winterjacke hier schon öfter angehabt. 2 Mal. Das ist das 2. Mal. Als in Irland, wo ich diese Jacke dabei nicht einmal angezogen habe. Weil es ist halt, hier hat man so leichte Klamotten an. Und in Irland habe ich immer Schichten gehabt. Und man stellt sich so warm ein, ne? Es ist kalt, dann fühlt sich viel kälter an. Mir ist so kalt heute. Der Wind ist echt kalt. Und ich gehe zum Strand spazieren. Also. Zum Thema am Strand spazieren. Ich glaube, da sehe ich mich jetzt erstmal nicht. Nachrichten, die Straße, die gestern geschlossen war, ist heute wieder geöffnet. Das war ja gestern ein Abenteuer, um hier entlang zu fahren. Also ich bin ja ungefähr 100 Mal umgedreht. Die Wellen sind noch größer geworden. Mein gesamtes Auto, ich bin voller Feuer und Salz. Wasser ist doch nicht so gut wie die eine Waschstelle auf der Seite. Aber ja. Zugegebenermaßen, inzwischen ist es hier wirklich ein bisschen sketchy geworden.